Über dem ersten Adventssonntag steht der Spruch: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, Sacharja 9,9. Und das interessiert uns ja. Was ist das, wenn ein Gerechter zu einem kommt oder wenn ein Gerechter in eine Stadt kommt? Die Geschichte war ja so, dass Jesus gesagt hat: Zachäus, komm vom Baum oben runter, ich muss heute bei dir zu Nacht essen. Und nachher ist die ganze Hackhornung der Stadt durcheinander geraten. Wie ein Kartenhaus ist das Gerechtigkeitssystem der zusammengefallen. Die Bösen waren plötzlich nicht mehr die Bösen gewesen, die Guten vielleicht auch gar nicht mehr so furchtbar die Guten, weil der Zachäus ist ja der Schlimmste gewesen, hat dann sein ganzes Geld auf der Straße verteilt. All das hat es bewirkt, dass ein Gerechter in eine Stadt hineinkam. Für den war er nachher ein Esel gewesen, der rausgegangen ist. Ganz ähnlich wie eben der Esel, der schlussendlich mit Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Gerechtigkeit, wir gewöhnen uns ein bisschen an den Begriff, aber wir probieren einmal biblisch zu verstehen. Ist Gerechtigkeit Papier? Sind das Paragraphen? Sind das Prinzip? Scheinbar nicht, weil der Gerecht kommt ja. Er ist verheißen, ein Gerechter kommt. Das heisst, er verkörpert Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist also eine persönliche Angelegenheit. Etwas, das ich sein kann oder nicht sein kann. Das heisst ja auch, er ist unsere Gerechtigkeit. Dann sind wir in ihm auch eine neue Gerechtigkeit. Das ist ganz eine ganz andere Dimension. Die Frage muss man von einer ganz anderen Seite her anfangen beleuchten. Wir bleiben dem Gerechten jetzt ein bisschen auf den Fersen und schauen, was alles passiert, wenn er so über das Land geht, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Und plötzlich kommt einer mit einem hochroten Kopf zu ihm, tut alles unterbrechen, wo Jesus gerade dran ist, und sagt: Meister, kannst du nicht schauen, dass mein Bruder das Erbe mit mir gerecht teilt? Das heisst, er ist auch übervorteilt worden. Jesus sagt ihm aber einen seltsamen Satz, nämlich: Mensch, wer hat mich zum Erbrichter über dich und über euch gesetzt? Heute würde man nicht sagen Mensch, sondern wer hat das gemacht? Mann. Und der Anger sagt sich natürlich: Ist das jetzt die Gerechtigkeit? Bin ich jetzt zu wenig für ihn? Ist das jetzt ein Bagatell? Schon der Salomo hat doch können, so bei solchen Fragen ganz clevere Streitigkeiten schlussendlich gut ausbeindeln und für Gerechtigkeit sorgen. Was ist denn das überhaupt für eine Gerechtigkeit hier? Jetzt hat Jesus eindeutig eine Chance verpasst. Er hätte doch jetzt exemplarisch können für alle Zeit zeigen, wie man solche Streitereien beendet. Und seither gäbe es keine so zwei Brüder mehr, die lang in die Haare geraten, wie schon Jakob und Esau. Da kommen wir noch kurz drauf. Aber Jesus hat scheinbar da hier nicht so einen Sinn gehabt und ein Gespür für die grosse Unfairness, die dem in seiner Familie ist widerfahren. Und darum ist er jetzt also abgeblitzt und ist wahrscheinlich mit der Faust im Sack wieder heimgegangen. Er war nicht begeistert von Jesus. Mit so Erbstreitigkeiten bin ich persönlich auch schon konfrontiert worden, auch schon mit sehr massiven, wo man sich wirklich fragt, wie kann man da noch fair sein, wie kann man da den Strom finden miteinander. Ausgesprochen differenzierte Angelegenheiten, sehr, sehr schwierig und verflochten und vielleicht sogar schon alte Geschichten etc. etc. Da spielt viel rein. Und zum Glück kann ich mich an die Stelle von Jesus erinnern. Ich habe mir gesagt, irgendwie etwas muss dran sein, dass Jesus sich so verweigert hat, dass es so wie eine andere Gerechtigkeit gibt. Und da ist mir natürlich Jakob und Esau in den Sinn gekommen. Und es täuscht mich jetzt, wie wenn Jesus dem würde sagen: Los, was stürmst du wegen diesem Linsengericht? Es gibt ja ein Erstgeburtsrecht zu erben. Jesus hat nämlich seinen Jüngern gesagt: Euch hat der Vater mein Reich vererbt. Was stürmt ihr denn immer noch um das Linsengericht, wenn es doch etwas viel Gewaltigeres, etwas viel Schöneres, ewiges Leben zum Erben gibt? Niemand, der sein Erstgeburtsrecht hat bekommen, schreit nachher noch nach Linsen. Das ist ein bisschen radikal. Entweder ist Jesus dort radikal und bringt wirklich etwas viel, viel Besseres, was die anderen sich gar nicht mehr lohnt. Oder dann ist er zynisch und dann muss man sagen, wenn Gerechte, wenn Angesehene, wenn Oberhäupter so denken, dann landet man nachher in zynischen Staatsformen, so wie es teilweise in Europa sogar heute schon gibt. Und dann würden wir vollkommen verzweifeln. Aber ich glaube, um das geht es bei Jesus nicht. Und so treffen wir auf ein weiteres Stilelement von dem, was heisst, jetzt kommt der Zadik auf Israel. Der, der kommt helfen. Wir merken, dass sich der leisten kann, ohne mit der Wimper zu zucken, sich höchst unbeliebt zu machen bei diesem oder einem. Er nimmt sogar in Kauf, dass einer die Faust im Sack macht und sagt: Von Gerechtigkeit habe ich schon noch ein bisschen mehr erwartet. Ich bin für immer enttäuscht. Ich bin vergrault. Ich werde nie mehr in eine Kirche gehen und so weiter und so fort. Aber Jesus
hat eben die Grösse gehabt, um zu zeigen, das Linsengericht stellen wir jetzt komplett auf die Seite. Das wird nicht mehr ein Thema sein. Es gibt viel mehr zu erben, es gibt viel mehr zu überkommen, es gibt viel grössere Hilfe als das, was wir uns Menschen darauf haben, verstieft.